Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Pokémon Sonne in unserer kleinen Insel Nuzlocke. Wir befinden uns mittlerweile auf Pony der letzten Insel und haben beim letzten Mal ein Alola Kokowai ins Team aufgenommen, um uns ein bisschen besser gegen Wasser-Pokémon zu wehren. Da vorne, dieses Reißlaus, ist das Pokémon unserer Wahl für diese Route. Und ja, wir müssen es halt nur einholen. Das ist halt die Sache. Ich frage mich, ob Taurus da speedtechnisch hinterherkommt. Ja, kein Problem. Müssen halt nur aufpassen, wenn wir es nämlich zu sehr schwächen. Wenn es die Hälfte seiner KP verliert, dann haut es halt ab. Da müssen wir halt was gegen machen. Oh, Miss Fortune, wir sollten dich auswechseln. Das ist uneffektiv. Wir sind selbst ein Käfer-Pokémon. So, wir nehmen mal eine Stachelspore und paralysieren es. Das erhöht unsere Fangchancen ein bisschen. Haben wir einen Netzball? Wir haben alles, aber kein Netzball. Gut, dann nehmen wir den Finsterball. Es ist nämlich dunkel. Müsste funktionieren. Wie gesagt, ich weiß nämlich nicht, wie wir das Vieh vorschwächen wollen. Das könnte ziemlich schwierig werden. Das war jetzt nicht so effektiv. Vielleicht bringt ein Hyperball mehr? Wir können es halt mit keiner Attacke richtig vorschwächen. Dank seiner Fähigkeit. Aber gut, ist es drin geblieben. Damit ist Reißlaus unser Encounter für die Route. Ist zwar auch ein Wasser-Pokémon, aber wie ich finde, ein wesentlich kreativeres Wasser-Pokémon, als was wir so im Meer kriegen könnten. Und das ist einer der wenigen Stellen, wo man Reißlaus tatsächlich kriegen kann. Reißlaus, das Laufschritt-Pokémon. Es ist so feige, dass es wild mit seinen vielen Füßen herumschlägt und verzweifelt davonläuft. Nach seiner Flucht glänzt der Boden herrlich. Na, wenigstens ist er dann sauber. Ja, wir geben dir einen Spitznamen. Wir nennen dich... Das ist Sauseschritt. Passt das? Aber ganz genau. Also, Reißlaus ist die Vorentwicklung von Tektas. Das ist das Pokémon, was Bromley eingesetzt hat. Tektas hat sehr gute Offensivwerte, ist relativ, haltbar, wollte ich gerade sagen. Hat relativ gute Verteidigungswerte. Hat halt für ein Käfer-Pokémon formidable Werte, ist ein ziemlich gutes Käfer-Pokémon. Hat Wasser als Zweityp, was es ziemlich individuell macht. Es gibt nur drei Pokémon. Wenn ich gerade keins andere vergessen habe, mit der Typenkombination Käferwasser. Das eine wäre Geweiher. Geweiher verliert den Wassertyp nach der Entwicklung zu Maskeregen. Das wird ein Flugtyp. Und halt Reißlaus und Tektas, die halt beide Wasserkäfer sind. Ist eine relativ gute Kombination. Der Wassertyp schützt Tektas vor Feuerattacken und so weiter. Allerdings der große Drawback, den es halt hat, ist halt seine Fähigkeit. Reißlaus und Tektas, die Weiterentwicklung, werden sich zurückziehen, sobald sie die Hälfte ihrer KP verloren haben. Das haben wir bei Bromley im Kampf auch schon gesehen. Ja, Reißaus ist die Fähigkeit. Alles in allem ein guter Encounter. Aber wir haben ja schon Sonne im Team und ich glaube, ein Gyarados ist ein bisschen besser als ein Tektas. So. Oh, ist da was fallen lassen? Eine Riesenperle. Na, so nettes. Ja, hier wäre halt der, glaube ich, der Rückzugsort gewesen. Oh, da war noch ein Zygarde-Fragment. Alles in einem hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Sollte ein besserer Encounter gewesen sein, als das, was es hier so gibt. Und hier haben wir die Ruinen der Heimkehr. Und ein weiteres Zygarde-Fragmentchen.
Die Ruinen der Heimkehr. Die Atmosphäre an diesem Ort ist so beklemmend. Vielleicht geht es Wölkchen besser, wenn es in den Ruinen ist. Kapukime, der Schutzpatron der Ruinen der Heimkehr, kann angeblich alles Unreine mit einem geheimnisvollen Wasser läutern. Da hoffen wir das Beste, ne? Genau, positives Denken ist der Schlüssel zum Erfolg, Sefi. Ich werde auf jeden Fall alles tun, damit mein kleiner Freund hier wieder gesund und munter wird. Noch ein kleines bisschen Geduld, Wölkchen. Diesmal werde ich dich retten. Warte nur ab. Also dann, Sefi, wollen wir mal reingehen? Ich denke, Hapu ist schon drinne, oder? Um den Weg freizulegen, werdet ihr ein paar große Steinblöcke auch beiseite räumen müssen. Das war's doch, was Apus Großmutter gesagt hat. Uff. Also, ich schaffe das auf keinen Fall. Dieser Steinblock ist unbeschreiblich schwer. Das ist ein Job für Machomai. Wenn mich nicht alles täuscht, dann stand in meinen Büchern hierzu etwa Folgendes. Drücke vor Steinblöcken den B-Knopf, um den Machomai-Stoß zu aktivieren. Wenn du dir den Weg verbaust, solltest du nach draußen gehen und frische Luft schnappen. Danach kannst du alles nochmal von vorne anfangen und einen neuen Versuch starten. Okay. Ich habe mir gerade von oben, während Lilly das schon erklärt hat, einen Blick gemacht. Wir müssen den hier ranschieben. Der muss ganz ran. Und dann können wir den hier in der Mitte gleich nach rechts schieben und dann da rein. Attacke! Tada! Weiter geht's. Ich habe mich ein wenig über die Ruine der Lola sowie die Schutzpatrone, denen dort gehuldigt wird, schlau gemacht. Offenbar ist es alles andere als leicht, ihnen zu begegnen, da sie sich immer dort aufhalten, wo es ihnen gerade gefällt. Doch es heißt auch, dass sie sich manchmal offenbaren, wenn man sie in einer dieser Ruinen beschwört. Darauf kann man sich jedoch nicht verlassen. Meinen Quellen zufolge sind die Schutzpatrone völlig unberechenbar. Das wird wohl auch die Erklärung dafür sein, dass sich an Wölkchens Zustand nichts geändert hat, als wir die Ruinen betreten haben. Huch, das ist doch Hapu. Dein Vertrauen ehrt mich. Dafür schulde ich dir meinen Dank. Als Inselkönigin werde ich mich unermüdlich für die Einwohner der Insel einsetzen. Und zwar für Menschen und Pokémon gleichermaßen. Oh, ihr habt mir zugesehen. Der Inselkönig bzw. die Inselkönigin wird von den Schutzpatronen der jeweiligen Insel auserwählt. Jeder Bewohner der Insel kann dazu auserkoren werden. Sag Sefi, ich habe von Lilly gehört, dass du erst kürzlich nach Alola gekommen bist. Und das von ziemlich weit weg, oder? Dennoch hast du gleich einen Glitzerstein bekommen. Das ist schon etwas Besonderes. Die Ehre, zum Inselkönig ernannt zu werden, wurde meinem Großvater übrigens auch zuteil. Scheint so ein familiäres Ding zu sein. Leider verstarb er plötzlich vor einigen Jahren. Und so hatten wir lange Zeit keinen Inselkönig auf Pony. Ich war zwar bereit, seine Nachfolge anzutreten, wurde damals aber noch nicht dazu erwählt. Darum beschloss ich, ähnlich wie bei einer Inselwanderschaft herumzureisen und fleißig zu trainieren. Lilly, du wolltest der Inselkönigin doch eine Frage stellen, oder? Das kannst du nun tun, denn sie steht direkt vor deiner Nase. Na dann, Inselkönigin Hapu. Ich würde gerne etwas von dir über das legendäre Pokémon erfahren. Du möchtest also etwas über Solgaleo wissen, den wir am Sonnenkreispodium huldigen? Meine Mutter ist in die Welt der Ultrabestien verschwunden.
Sie mag zwar ein furchtbarer Mensch sein, aber sie ist eben auch meine Mutter. Ich muss unbedingt zu ihr. Nicht zuletzt, um ihr etwas zu sagen. Dafür will ich das legendäre Pokémon um seine Hilfe bitten. Ich brauche seine Kräfte, um zwischen unseren Welten reisen zu können. Ich verstehe, die Welt der Ultrabestien. Ob diese Kreatur, die da nach Pony gekommen ist, wohl auch so eine Ultrabestie war? Ich habe zusammen mit Capo Kime versucht, sie zu bekämpfen, jedoch ohne Erfolg. Also gut, ich werde dir erzählen, was ich weiß. Vielen Dank, Capo. Es ist zwar nicht viel, aber ich weiß nur, dass man am Podium ein Ritual für das legendäre Pokémon abhalten muss. Ein Ritual, bei dem man zwei Flöten erklingen lässt, um dem legendären Pokémon irgendwie Kraft zu schenken. Das hier ist die Mondflöte. Das hier ist die Mondflöte. Anscheinend war sie im Besitz meiner Mutter. Oh, das sieht ja aus wie die Flöte aus dem See auf Ula Ula. Die andere befindet sich auf Kokowai Island. Ich weiß zwar nicht, warum sie gerade an jenem Ort zu finden ist, aber der Überlieferung nach gehört sie dorthin. Kokowai Island? Ich erinnere mich dunkel darüber gelesen zu haben. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das eine unbewohnte Insel vor der Küste von Pony. Na dann. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Auf zum Dorf des Seevolks. Ihr solltet mit seinem Oberhaupt sprechen. Lilly, du kannst auf Pampros reiten. Und Sefi, du kannst zu Fuß gehen. Nech. Da fühlt man sich doch wie ein Trainer zweiter Klasse. Vielleicht sollte ich aufhören, Pokémon zu trainieren. Da werde ich auch so hin und her chauffiert. Lass mir Lilly das machen. So, auf zurück zum Seevolk. Ja, man sieht schon, Pony ist tatsächlich nicht sehr groß. So, wir haben halt schon die Hälfte der Insel erkundet und sind halt gerade mal frisch angekommen. So, da merkt man halt, wir sind halt so im Pokémon-typischen Endgame. So, Endgame von Pokémon ist niederlang. Danke, Hapo. Und danke, Pampros. Und dafür sind Freunde doch da. Freunde? Ein so talentierter Trainer wie Hapu betrachtet mich als Freundin? Danke nochmals, Hapu. Ich werde nicht aufgeben, was auch geschieht. Sprich am besten mit dem Oberhaupt des Seevolkes, wenn du Kokowai Island einen Besuch abstatten möchtest. Ich wünsche dir eine gute und sichere Reise. Gehen wir mal da gleich hin. So, oh, ein weiter. Hätte Rotom nicht so viel geschnackt, wäre ich da gleich hingegangen. Alles Rotoms Schuld. Habt ihr sie gefunden? Ja, und Hapu ist jetzt die neue Inselkönigin. Ja, das ist doch wunderbar. Da wird sich ihr Großvater aber freuen. Ja, sie wird sich für ihren verstorbenen Großvater sicher ordentlich ins Zeug legen. So wie ich. Ich muss ja auch mein Bestes für Mutter und Wölkchen geben. Oh, und wir kennen nun auch unser nächstes Ziel. Kokowai Island. Kokowai Island? Ach, ihr meint, wo sich die Flöte befindet. Das scheint ja Common Knowledge zu sein. Naja, die Inselkönigin habt ihr ja schon getroffen. Und da der Captain von Pony gerade nicht da ist, könnt ihr die Prüfung für die Inselwanderschaft fürs Erste eh nicht ablegen. Also gut, dann mal ab an Bord mit euch. Mein Schiff, die Carpador, bringt euch ganz gemütlich ans Ziel. Ich bin mir nicht so sicher, ob es so eine weise Entscheidung ist, sein Schiff nach dem schwächsten Pokémon aller Zeiten zu benennen. Aber hey, immerhin hat Stil. Und da wären wir. Kokowai Island. So, da wären wir endlich. Kokowai Island. Diesen Ort wurden früher anscheinend auch Prüfungen abgehalten. Naja, viel Glück euch beiden. Dann machen wir uns mal auf die Suche nach der Flöte. Ich glaube, so langsam verstehe ich, dass Trainern, die ein Pokémon an ihrer Seite haben, nichts im Wege steht. Das wäre halt echt cool, wenn Lilly auch so anfangen würde, Pokémon-Trainerin zu werden, statt nur davon zu schwafeln. Encounter!
Encounter? Für mich ist ein Trainer jemand, der zusammen mit seinem Pokémon eine Tür in die Zukunft öffnet. So sehe ich dich zumindest, Sefi. Und auch Tali und Tapu ebenso. Ah, Sefi! Lass mich raten, diese Palme ist in Wirklichkeit ein Kokowai? Tja, den Encounter können wir skippen. Hätten wir uns den Blattstein sparen können. Was hat unser Kokowai eigentlich für eine Fähigkeit? Auch Schnüffler, wow. Hat aber einen ziemlich guten Geruchssinn dafür, dass es so weit oben ist. Au. Welchen Level ist das? Ach, auch 40. Na dann. Nehmen wir Pollenknödel. Pollenknödel ist ein bisschen stärker. Ist ja beides effektiv. Von daher ist es egal. Ich bin echt froh, dass wir den Encounter skippen dürfen. Auf der anderen Seite ist das halt echt cool, dass man hier einen, quasi einen Alola-Kokowai for free kriegt. Bin ich vielleicht erschrocken? Das war ein Kokowai, oder? Hast du gesehen, wie groß das war? Das muss an dem Klima hier in Alola liegen. Wir hätten vielleicht ins Pokémon Center gehen sollen. Naja, wir haben hier sowieso nicht so viel zu erledigen. Ab ins hohe Gras. Wir haben einen Encounter vor uns. Gibt's hier noch irgendwelche Items? Ja, scheint nicht so das größte Käffchen zu sein. Hier wird's doch sicherlich was anderes geben, außer Owei und Kokowai. Sonst bin ich traurig. Naja, also Owei gibt's hier schon mal. Spoiler! Auf Kokowai Island gibt es wilde Oweis. Ich glaube, das hätte keiner gedacht, oder? Nicht. Sag mal, gibt's hier auch was anderes? Bitte lass es hier noch was anderes geben. Außer Owei und Kokowai. Bitte, bitte. Das wäre echt mies. Mal gucken, was haben wir denn hier? Also, es gibt hier im hohen Gras Kokowai in der Alola-Form. Wer hätte es gedacht? Und Owei. Und es gibt mit einer Wahrscheinlichkeit von 30% Pelipper. Tja. Wir können hier auf der Insel. Jetzt die schlechte Neuigkeit dadurch, dass wir den Encounter skippen konnten. Dadurch, dass wir den Encounter skippen konnten, geskippt haben, können wir auf der Insel hier kein Pokémon fangen. Das macht mich ein bisschen traurig. Hallo Lilly, ich bin ein bisschen deprimiert. Oh, es hat plötzlich angefangen zu regnen. Hm? Es regnet ja. In Alola regnet es also auch manchmal was? Ja. Mein Rock ist ein wenig nass geworden. Jedes Mal, wenn es regnet, erinnere ich mich an ein Erlebnis aus meiner frühen Kindheit. Ich hatte einen Film gesehen, in dem alle im Regen sangen und tanzten. Das wollte ich dann auch unbedingt einmal machen. Als mich Mutter im Regen tanzen sah, lief sie ganz eilig nach draußen, ohne dabei an einen Regenschirm zu denken. Und dann lächelte sie plötzlich und fing an, mit mir zusammen im Regen zu singen und zu tanzen. Wir holten uns dabei natürlich beide eine Erkältung. Sie ließ mich bei sich in ihrem Bett schlafen. Ich war so glücklich, dass ich sie mehrmals aufweckte, weil ich es kaum glauben konnte. Aber irgendwann veränderte sich Mutter dann. Sie hatte plötzlich nur noch die Ultrabestien im Sinn. Null und Wölkchen. Sie mussten beide so schrecklich leiden und ich konnte nichts tun. Aber weißt du was, Sefi? Jedes Mal, wenn ich verzweifelt bin und nicht mehr weiter weiß, kommst du und hilfst mir. Du zeigst mir immer und immer wieder, dass man doch etwas bewirken kann. Schon unsere allererste Begegnung. Wölkchen wurde angegriffen und ich konnte nur tatenlos zusehen. Und auch im Ätherparadies. Ich konnte nichts tun, außer darauf zu warten, von dir und den anderen gerettet zu werden. Wann immer ich in Schwierigkeiten steckte, bist du zur Stelle. Sag mal, Sefi,
Weißt du denn schon, was du tun willst, wenn deine Inselwanderschaft vorbei ist? Ich schätze, wir stürzen dann auf die nächste Challenge, also von daher wahrscheinlich noch stärker werden. Es muss toll sein zu wissen, was man will. Ich beneide dich wirklich darum. Ich denke, ich möchte auch gern ein Trainer werden und so viel wie möglich von dir lernen, Sefi. Ach, keine Sorge, ich kann dir eine Menge beibringen. Ich weiß viel. Meine Schule ist eine harte Schule, aber eine gute Schule. Oh. Ich würde sagen, das ist ein gutes Omen. Und wir können endlich weitergehen. Gibt's hier noch ein Item? Hier gibt's doch bestimmt irgendwas. Dieser lange Weg führt doch garantiert irgendwo hin. Wollt schon sagen. Eine Schildschuppe brauchen wir, wenn wir Barschwarz zu Melotik weiterentwickeln wollen. Die Entwicklung wurde nämlich geändert. Früher war es per Schönheit. Und halt, da es das in neueren Versionen oder Editionen nicht gab, musste man natürlich eine neue Möglichkeit finden. Und naja, das war dann die Schildschuppe. Ausrüsten, tauschen, fertig. Wesentlich angenehmer, als per Schönheit zu entwickeln. Witzigerweise, ich glaube, in den Omega Rubin und Alpha Saphir Remakes gehen beide Entwicklungen. Weil, naja, da gibt's halt die Schönheit. Barschwarz kommt ja ursprünglich aus der dritten Generation, wo das entwickelt wurde. Da gibt's ja die Knurpse wieder. Und es gibt die Schildschuppe. Also rein theoretisch müsste beides gehen. Sefi! Auf dem altertümlichen Sockel liegt eine Flöte. Willst du die Flöte eigentlich nehmen? Aber natürlich! Dass hier niemand ist, um uns aufzuhalten. Jetzt haben wir beide Flöten. Die Sonnenflöte und die Mondflöte. Ob wir damit wirklich das legendäre Pokémon beschwören können, weiß ich nicht. Aber ein Versuch ist es wert. Vielen Dank, Sefi. Los, gehen wir wieder zum Oberhaupt des Seevolkes und fahren nach Pony zurück. Da wären wir wieder. Geht ihr jetzt zum Podium, um die Flöte zu spielen, oder? Das Podium befindet sich im hintersten Winkel des Canyons von Pony. Auf dem Weg dorthin lauern viele Gefahren auf euch. Der Canyon von Pony ist vergleichbar mit einer Prüfung und die Natur ist der Captain. Er ist nicht weit von Harpus Haus entfernt. Ich wünsche euch viel Erfolg. Tschüss, Pilippa. Okay, wir müssen ins Pokémon Center. Wir müssen ein paar Dinge organisieren. Wir müssen erstmal unsere Pokémon heilen. Und auf der anderen Seite müssen wir ein paar Tränke wieder kaufen. Wir haben nicht mehr so viele. Und da wir halt achten, dass unsere Pokémon immer volle KP haben, weil, naja, Nuzlocke-Regeln und so, wäre das vielleicht nicht schlecht. Vielleicht sollten wir auch noch ein paar Schutz kaufen. So viel haben wir ja auch nicht mehr. So, einmal das. Oh, gibt's hier TMs? Na, das wäre ja wirklich schön, wenn es hier TMs geben würde. Na, wir haben genug Geld. Was soll denn der Geiz? Übrigens, Bunnelby halt als Fähigkeit Honigduft. Das bedeutet, es kann öfter mal, wenn es kein Item trägt, Honig finden. Oh, er hat tatsächlich TMs. Er hat Gedankengut, er hat Blizzard. Ja, können wir nicht wirklich verwenden. Er hat Hyperstrahl, können wir auch nicht verwenden. Auch nicht. Können wir Donner verwenden? Ich glaube, Traumagie könnte Donner lernen. Wir haben Schlammwoge, Feuersturm, Fokusstoß, Gigastoß und Steinkante. Steinkante ist sehr interessant für uns. Und dann nehmen wir noch Feuersturm. Also wir haben noch ein bisschen was zu verkaufen. Hier die Riesenperle. Dann... Hier, der Zitterob kann auch weg. Hier ist noch eine Triperle. Ich meine, ich finde das zwar ein bisschen nervig, dass TMs so teuer geworden sind. Auf der anderen Seite kann ich das halt echt verstehen. So halt, die kannst du es halt ewig einsetzen, ne? Da ist das halt rein theoretisch noch ein Schnäppchen im Vergleich zu den alten Editionen. So, Steinkönte können einige unserer Pokémon lernen. Das ist ein echtes Upgrade gegenüber von Steinhagel.
Steinhagel ist nämlich wesentlich schwächer, kann man zwar öfter einsetzen. Allerdings, der große Drawback ist halt, dass Steinkante nicht mehr ganz so genau ist und dass wir halt das Rückschreckpotenzial verlieren. Dafür haben wir eine hohe Volltrefferquote. Ich war mir sicher, dass ich Traumagil Feuersturm lernen kann. Nehme ich den Knirscher für raus. Ja. Das Schöne ist ja bei Stein- und Bodenattacken, wenn man halt beide hat, man hat so ziemlich gegen jedes Pokémon eine neutrale Attacke, denn alles, was gegen Boden immun oder resistent ist, wird von einer Gesteinsattacke mindestens neutral getroffen und umgekehrt. Also das ist halt schon ziemlich cool. Und daher macht es halt schon Sinn, beides immer zu haben. Was hat Slymog für einen Spezialangriff? Feuersturm ist ziemlich stark. Wenn man halt ein bisschen absieht. Okay, bei dem Angriff können wir es vergessen. Oh, wir haben hier noch Minus drauf. Na, dann können wir es knicken. Ja, das macht keinen Sinn. Wie gesagt, ich war mir sicher, es könnte das lernen. Na, jetzt ist es zu spät. Goodie. Würde ich sagen, stellen wir uns einfach mal hier hin. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Bis dahin und ciao!